Jahreshoroskop, Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Mariala, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nicht, das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme und das ist einzigartig und beschreibt deinen Lebensweg, deinen Schicksalsweg, das, was deine Seele ausgesucht hat, diesen goldenen Weg. Dort, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, diese Lebensbereiche sind für dich persönlich wichtig sind. Das ist deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen, um dein Selbstwertgefühl kümmern und auch um die Finanzen. Dann Thema Geschwisterkonkurrenz, aber auch Lernen, ein Austausch, Kommunikation, Medien, dann die Bereich Wandlung, Transformation und deine Berufung zum Leben. Ich habe im Teil 2 etwas übersprungen und das ist mir jetzt eingefallen. Ich habe die beiden Mondknoten nicht erwähnt. Die beiden Mondknoten sind Rahu und Ketu. Das ist eine Drache und diese Drache wurde getrennt. Das beschreibt die indische Mythologie. Und wir fügen diese Drache zusammen, dann ergibt sich das Ganze. Und diese Ganze symbolisiert unserem Selbst und Drache kann auch Ängste bedeuten, dass wir lernen, in diesem Weg unserem Ängste uns von Ängsten befreien. Und das ist die karmischen Themen, was diese beiden Mondknoten symbolisieren. Ketu ist die Drachenschwanz und zeigt alte Karma, alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen. Du hast diese Ketu-Energie im Schütze, im 12. Lebensbereich, wo sowieso um karmische Themen handelt. Dieser Mondhaus, wo Ketu befindet, heißt Purvashada und beschreibt, dass unerfüllten Wünsche kann die Ursache sein, ein unzufriedenes Leben oder sogar die Ursache sein zum Erkrankungen und wie wichtig das für dich ist, deine Träume und deine Wünsche leben. Und weil hier alten karmischen Themen hast, das würde bedeuten, dass du in früheren Leben nicht deine Wünsche gelebt hast. Und in diesem Leben lernst du, das lebendig machen, das Vertrauen, deine Träume zum Leben. Rahu ist die Drachenkopf und dieser Drachenkopf befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und es ist Luftelement, das befreit dich auch. Es ist aber für dich ein Neuland, du kennst es noch nicht und du kennenlernst es. Damit ich das besser erklären kann, erzähle ich die mythologische Geschichte dazu aus dem klassischen griechischen Mythologie. Und das beschreibt die Zwillinge. Es gab eine Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda und Leda wurde schwanger von Zeus.
Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihrem Ehemann wurde sie auch schwanger und sie gebar die beiden Zwillinge Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, also war göttlich und unsterblich. Und wo dann Kastor sterben müsste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, weil ich möchte meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bitte, Vater, gib mir auch diese Sterblich, lass mich sterben. Zeus berührte das und Zeus hat die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat beiden im Himmel gesetzt. Und seitdem leuchten in Tierkreis zeichnende Zwillinge, Kastor und Pollux. Und die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Die ganze Geschichte erzählt eine wichtige Botschaft und das hat eine symbolische Bedeutung. Wir Menschen haben eine Seele und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also unsterblich. Das wäre Pollux. Unsere Seele hat aber einen Schicksalsweg ausgesucht. Und dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, und das ist unser Tod, also sterblich. Die beiden sind aber miteinander verbunden. Und wenn wir das verstehen, was das uns vermittelt, dann haben wir ein höheres Bewusstsein, weil dann wissen wir, dass wir nach dem Tod weiterleben und kehren zurück, unsere Seele kehrt zurück zum Gott mit vollem Bewusstsein, mit Gefühlen. Und das ist diese Seelenreise. Ich könnte sagen Karma. Und das, was hier die Zwillinge zeigen und dieses Bewusstsein befreit uns auch und gibt hier die Luftelement, die Luft zum Atmen. Weil dann können wir vielen Sachen in unserem Leben leichter, spielerischer betrachten. Und das, was uns die Zwillinge zeigen. Wie ich schon sagte, dieses Geburtshoroskop bleibt so stehen, da ändert sich gar nichts. Was aber ändert, das bist du. Du machst Veränderungen, Lebensschritte und das erlebst du in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahre kommen andere Eindrücke, bewegst du dich in einen anderen Boden, weil andere Themen sind auch wichtig. Du bist gerade in einer Lebensperiode in Tierkreis zeichnen Jungfrauen. Und das sind die wichtigen Eindrücke gerade, was du auch lernst, dein Leben in Ordnung zu bringen, etwas bereinigen oder heilen. Du brauchst auch diese Ordnung und auch Struktur, Sicherheit, Stabilität. Immerhin, die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement und das zeigt Realität, Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Die Tierkreiszeichen Jungfrau vermittelt auch Heilung. Entweder du befindest dich gerade in einer Heilung oder interessierst du dich zum Themen Gesundheit und Heilung. Nicht nur du änderst dich, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und lösen etwas aus im Horoskop.
Die langsameren Planeten haben einen größeren Einfluss auf unserem Leben. Da können mal schicksalshafte Veränderungen auslösen. Und die schnelleren Planeten wie Merkur oder Venus, die wiederkehren immer wieder. Die befinden sich immer in die Nähe von Sonne. Da können wir auch natürlich schicksalhafte Ereignisse, Veränderungen erleben. Aber das hat mehr mit unserem Alltag was zu tun. Wir erleben nicht jedes Jahr schicksalhafte Veränderungen. Wir gehen auch nicht jedes Jahr in eine neue Beziehung ein. Wenn wir über Venus sprechen, Venus ist der Planet der Liebe. Also das bedeutet, das hat auch einen Einfluss auf unserem Leben, aber das mehr, was wir im Alltag erleben. Ich werde jetzt beschreiben, welcher Planet was auslöst. Dann brauche ich nicht bei jedem Monat das wiederholen. Pluto zeigt uns, wie wichtig das ist, einiges loslassen in unserem Leben, damit wir in unserer Kraft bleiben können. Bei Pluto-Energie geht oft darum, verabschieden von etwas. Pluto hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Und Pluto befindet sich Februar 2019 in der Tierkreiszeichen Schütze. Und bleibt auch ganzes Jahr im Tierkreiszeichen Schütze. Also ich setze die Pluto-Energie hier im Schütze. Hier handelt sich auch um deine innere Kraft. Das ist auch die Überzeugungskraft. Auch die Prozesse unterstützt die Erneuerungsprozesse. Und damit du in diesem Kraft bleiben kannst, brauchst ein gewisser Rückzug. Die 12. Lebensbereich hat damit auch etwas zu tun, meditieren, die Stille zum Suchen. Neptun herrscht über unsere Träume. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Intuition und auch unsere Inspiration. Künstler brauchen Neptun-Energie. Du hast auch diese künstlerische Begabung Neptun im Waage. Beide hat mit Kunst was zu tun. Aber bei Neptun, um die Fantasie, um das Bildhafte, diese künstlerische, diese Vision handelt, dieser Traum handelt. Nicht nur die Tagesträume, sondern Neptun hat einen Einfluss auf unseren Traumbilder auch. Es ist schwierig zu verstehen, weil das hat erstmal mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und es ist nicht einfach, diese Träume zu vertrauen. Und weil hier nicht unbedingt mit die Realität was zu tun hat, wir erleben oft im Leben, dass jemand uns etwas erzählt und wir glauben daran, weil wir zweifeln nicht, warum sollten wir vermuten, dass irgendjemand etwas lügt. Sondern wir schenken diese Vertrauen. Wenn wir aber diese Lebenserfahrung machen, weil wir immer wieder angelogen sind, dann werden wir irgendwann in unserem Leben misstrauisch. Und stellen wir die Frage immer wieder, wenn jemand was erzählt, ist das jetzt die Wahrheit oder war das eine Lüge? Und diese Täuschung, was oft zum Enttäuschung
führen kann, steht auch im Bereich Neptun. Und das bedeutet nicht, dass Neptun lügt, sondern weil das alles so märchenhaft, traumhaft erzählt wird. Das ist schon Neptun-Energie, diese Fantasie, aber im Alltag kann das bedeuten, dass jemand versucht, uns das so verkaufen, dass das die Wahrheit entspricht, ist aber eine Lüge. Und solche Lebenserfahrungen kann Neptun auch auslösen. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, dieser bewegliche Neptun, so wie im Februar 2019 sich bewegt, aktiviert diesem Lebensbereich, zweiten Lebensbereich, was für dich sehr wichtig ist. Weil das ist die volle Besetzung hier in dein Geburtshoroskop. Und Neptun zeigt, wenn das um deine eigenen Träume geht, dann vertraue deinen Traum, weil das ist für dich wertvoll und nimm das in Besitz. Und lebe deine Spiritualität, deine künstlerische Begabung, damit kannst du sogar Geld machen. Aber sei vorsichtig, weil wenn jemand dir was erzählt, kann bedeuten, diejenige möchte Geld aus die Tasche ziehen und hast mit Betrüger was zu tun. Hier im zweiten Haus ist es möglich. Neptun bleibt ganzes Jahr in Wassermann, im zweiten Lebensbereich. Bei Uranus-Energie erleben wir immer unerwartete Ereignisse. Uranus kommt manchmal wie ein Blitz, unvorbereitet, und sorgt immer für Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder, nach indischen Berechnung, bleibt auch ganzes Jahr hier im Widder, und du erlebst in wohnlicher Situation diese Umbrüche und Veränderungen. Also du kannst damit rechnen, dass du wohnlich veränderst in die nächste Zeit, so lange, bis Uranus im Widder ist. Saturn ist der Planet der Schicksal, auch die Karma, und Saturn belernt uns auch. Durch Saturn-Einfluss haben wir immer Lernaufgaben. Und Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, und durch Saturn-Einfluss erleben wir immer wieder schicksalhafte Veränderungen in unserem Leben. Saturn befindet sich im 12. Lebensbereich. Im 12. Lebensbereich sind auch unsere geheime Feinde. Oft sind diese geheime Feinde unseren eigenen Ängste. Und hier hast du die Lernaufgabe, hier hast du die Lernaufgabe, Saturn belehrt, dieser große Lehrmeister, von diesen Feinden verabschieden. Pluto zeigt auch, trenne davon, trenne von diesen Menschen, die feindselig sind zu dir, und trenne aber auch zu deiner Angst. Ist auch ein Feind in uns. Jupiter vergrößert etwas. Bei Jupiter-Einfluss vermehrt sich etwas in unserem Leben, aber weil Jupiter vertritt die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten, bei Jupiter-Einfluss können auch Themen sein, was mit Rechtlage, mit einer rechtlichen Situation was zu tun hat.
Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier, wo um deine Wünsche geht, Jupiter bringt dir Glück. Jupiter ist der große Glücksplanet. Du bekommst die Chancen in dein Leben gerade, deine Träume zum Leben, deine Hoffnungen, deine Wünsche. Aber geht auch um Gerechtigkeit natürlich auch, und Jupiter vergrößert etwas, und das kann bedeuten, dein Freundeskreis vergrößert sich zurzeit. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Dazu gehört auch Sport, auch Autos, ist auch Bewegung. Alles, was in Bewegung ist, steht unter Mars-Energie. Mars ist auch die Kraft, so wie wir uns durchsetzen im Leben. Oder wie wir uns wehren im Leben. Mars ist nichts anderes als Ares, der Kriegsgott. Und dieser kriegerische Mars befindet sich gerade in Fischen. Mars ist aber eine männliche Energie und bedeutet auch männlichen Personen. In erster Linie ist natürlich der Partner oder Wunschpartner, aber kann auch anderen männlichen Personen auch bedeuten. Und hier hast du jetzt gerade Kontakte im Verwandten, aber auch durch Schulungen oder Internet oder Medien. Bedeutet auch, dass in diesem Bereich setzt deine Kraft ein, dass du nicht alles gefallen lässt. Venus ist der Planet der Liebe. Und das ist die weibliche Energie, zeigt deine Weiblichkeit. Venus bringt auch mal Glück im Leben, hat einen Einfluss auf die Liebesleben. Bei Venus-Energie verschönern etwas. Kaufen ein schönes Kleid oder gehen wir zum Kosmetik oder verschönern wir zu Hause etwas. Das kann alles Venus auslösen. Venus befindet sich im Februar 2019 auch im Schütze. Venus bedeutet aber auch eine Frau. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau. Und hier im Verborgenen, wo auch um geheime Feinden auch geht, denn es kann für dich gerade bedeuten, eine weibliche Person, wo du vorsichtig sein sollst. Merkur bewegt sich relativ schnell, die schnellste unter den Planeten. Bei Merkur-Energie haben wir die Handlungen, Gesprächen, Kontakten, Terminen, Verträgen, all das löst die Merkur-Energie aus. Merkur befindet sich im Steinbock und das trifft dich persönlich, mehr Kommunikation. Bei Merkur-Energie kann auch bedeuten, dass du etwas Neues lernst. Sonne ist die Lebenskraft, aber auch die Licht, auch das Auge, öffnet unserem Auge jeden Monat in einen anderen Lebensbereich. Und Februar ist die Sonne im Steinbock. Natürlich ist das die indische Berechnung. Also hier ist sehr wichtig, da ist die Lebenskraft. Das zeigt auch gerade deine Ausstrahlung, dein Auftreten. Sonne ist die Licht, also zeigt auch die Wahrheit. Und jetzt noch die Mondpositionen. Ich kann jetzt nicht jeden Tag zeigen, wie die Mond sich bewegt. Das kannst du im Tageshoroskopen auch anschauen. Das wäre die Aufnahme zu lang, aber ich möchte die Mondphasen beschreiben. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Ruhe, Meditation,
Nachdenklichkeit. Und du hast zu Neumond immer eine sehr enge Bezug, weil du bist im Neumond geboren. Die exakte Neumond war ein paar Stunden vor deiner Geburt, aber immerhin war in dem Tag Neumond. Bei Vollmond bedeutet den Weg, den Lebensweg wird beleuchtet und wir sehen etwas klar und deutlich, immer in dem Lebensbereich, wo sich gerade dieser Vollmond befindet. Bei Neumond wäre das bedeuten, in dem Lebensbereich, wo sich der Neumond befindet, da über diesem Lebensbereich sollst du nachdenklich sein. Halbmond ist immer Spannung, wirkt auf unserem Leben auch und wir verspüren das als Nervosität oder Unsicherheit. 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. Jetzt übergehen wir auf Monat März. Die langsameren Planeten bleiben, aber die schnellen Planeten ändert sich die Position. Dazu gehört natürlich Merkur und Sonne und Venus. Manchmal Mars. Mars übergeht im Widder. Ja, Mars ändert sich die Position. März übergeht dann im Widder. Sonne befindet sich im Wassermann. Venus im Steinbock. Und das bedeutet, dein Weiblichkeit wird wahrgenommen. Kann auch bedeuten, dass du achtest auf dein Aussehen, neue Kleid oder neue Haarschnitt. Kann ein Venus-Einfluss hier im ersten Lebensbereich sowas auch auslösen, änderst dich dein Aussehen. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen und hier hast du Kontakte, Kommunikation. Rahu und Ketu, die bewegen sich auch. Ketu, was die alten Karma symbolisiert, befindet sich im März noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier, ganze Zeit abschließend bis Ende März ist diese absteigende Mondknoten Ketu hier im Steinbock und das löst in deiner Persönlichkeit was aus und Rahu, der Drachenkopf, eine neue Richtung, was wichtig ist, in diese Richtung orientieren. Rahu befindet sich im Krebs, Thema Partnerschaft. Das ist eine Art Suche, die Suche nach dem Richtigen, die Suche im Platz des Lebens oder die Aufgabe und das trifft dich persönlich und trifft die Partnerschaft. Rückläufigkeit bedeutet entweder, das wird etwas gebremst, man hat das Gefühl, oh, das geht nichts voran, muss immer bemühen und trotzdem ist alles so zäh. Aber Rückläufigkeit kann auch auslösen Themen von Vergangenheit. Dieselben Themen geht wieder zurück oder eine Person kehrt zurück von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann, so wie in deiner Geburt auch war. 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwen, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April passiert Folgendes. Die Mondknoten ändert sich die Position und das heißt Ketu, was die alte Karma symbolisiert, Ketu übergeht zum Schütze und bleibt aber ab April ganzes Jahr im Schütze.
Und Rahu, die neue Weg, die Suche ist auf etwas Neues. Rahu übergeht in Tierkreiszeichen eine Zwillinge und aktiviert hier in diesem Bereich. Und ab April und bis ganzes Jahr bleibt Rahu hier. Und du hast genau in diesen Punkten die karmischen Themen, weil in deinem Geburtshoroskop befindet sich Rahu Ketu genau in dieser Position. Was ändert sich noch im April? Natürlich Sonne, Merkur und Venus. Sogar Jupiter. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Sonne befindet sich in Fischen. Merkur im Wassermann und Venus ist auch im Wassermann. Ganz viel Energie fließt hier im zweiten Lebensbereich. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Das kann bei dir dann Unsicherheit auslösen. Mai, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Das kann hier im Bereich Freundschaften für dich bedeuten, dass jemand kehrt zurück in dein Leben. Hier. Dann ändert sich die Position Merkur, Venus, Sonne auch, Mars auch. Sonne ist im Widder, Mars ist im Stier. Merkur und Venus ist in Fischen. Das kann bedeuten Gespräche mit Geschwistern oder mit einer weiblichen Person, dass diese Frau sucht die Kontakt zu dir. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Merkur, Venus, Sonne, Mars ändert sich auch. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Sonne und Merkur ist im Stier. Das ist hier dann die Monatsthemen und dann kommen auch die Gespräche. Und Venus ist im Widder. Das kann bedeuten, dass eine weibliche Person besucht dich zu Hause, kann auch bedeuten, du verschönerst etwas in dein Zuhause. Es passiert Juni etwas sehr Wichtiges. Saturn ist rückläufig. Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen oft. Pluto ist auch rückläufig, kann auch karmischen Themen bedeuten. Und Ketu, was die alten Karma symbolisiert, wieder karmischen Themen,
Alle drei stehen in einer sogenannten Konjunktion. Sie treffen sich und sie wirken gemeinsam hier im Schütze. Und bei dir ist das sogar im Haus der Karma. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli, Venus, Sonne, Merkur, Mars ändert sich auch. Mars übergeht im Krebs. Das kann ein männlicher Person sein. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Und Sonne, Venus ist im Zwillingen. Merkur ist auch im Krebs. Sonne, Venus ist im Zwillingen und Merkur im Krebs. Das kann bedeuten, so Sonne und Venus im Zwilling und Merkur hier im Krebs. Du bekommst eine Nachricht mit einer männlichen Person oder hast du wichtige Gespräche mit diesem Mann. Thema ist Liebe, Partnerschaft. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Bei Mondfinsternis haben wir immer karmische Themen, weil das Mondfinsternis ist immer im karmischen Knoten. August. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, dann Partnerschaft. Und Merkur ist in den Zwillingen. Merkur war rückläufig, kehrte wieder zurück in den Zwillingen. 12. August wird Jupiter direktläufig. Jupiter ändert sich die Richtung, du hast mehr Chancen, Möglichkeiten, geht endlich alles voran oder bekommst du deine Rechte. 12. August wird Uranus rückläufig. Wenn du vorhast Veränderungen oder Umzug, es handelt sich bei hier im 4. Lebensbereich um deine Wohnsituation und Uranus löst Veränderungen aus. Wenn du etwas planst, diese Veränderungen, diese Rückläufigkeit der Uranus ab 12. August, kann das dir bremsen. Erster August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein königlicher Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Also das ist sehr wichtig in diesem Neumond, wo wir nach innen schauen, auf unserem Herz, auf unserem Herzensangelegenheiten hören. 30. August. September. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe.
Es ist alles hier im Löwe und wirkt auf die Themen wie Erbschaften eventuell oder ämtlichen Themen oder Transformation oder Sexualität. All das kann diese Energie hier auslösen. Am 19. September wird Saturn direktläufig hier im Schütze. Und das ist ein wichtiges Datum, weil Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Und solange bis das rückläufig ist, entweder haben wir Themen von Vergangenheit oder geht nichts voran. Und ab 19. September ändert sich die Richtung, geht alles voran. Und das erleben wir bei dieser Saturn-Energie alle. Im Schütze, natürlich in erster Linie in Schützengeborenen, aber jeder in dem Lebensbereich, wo sich Saturn befindet. 6. September ist Halbmond in Skorpion. 14. September ist Vollmond im Wassermann. 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond in Löwe, Oktober ist Sonne, Mars, Venus im Jungfrau. Das kann Reise sein, Auslandskontakte, Studium oder Spiritualität. Und Merkur ist im Waage. Hier hast du Gespräche im Arbeitsplatz oder hast du Termine, möchtest du dich beruflich verändern. Das ist auch möglich. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November Sonne ist im Waage. Da hast du auch die Bedürfnis nach Respekt, Ansehen. Deine ganze Energie, Lebensenergie fließt in die Richtung Berufung. Oder kommt die Wahrheit ins Licht im beruflichen Umfeld? Kann auch bedeuten, du hast diese tolle Ausstrahlung, dass du da wahrgenommen bist. Mars ist im Jungfrau, also Mars bleibt im Jungfrau, Merkur und Venus ist im Skorpion. Das sind Gespräche mit einer weiblichen Person im Bereich Freundeskreis. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig, ändert sich die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig. Läuft bei dir beruflich alles besser, geht alles voran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember Sonne ist in Skorpion.
Mars, Merkur ist im Waage. Und Venus ist im Schütze. Das kann bedeuten, dass du sollst über dein Liebesleben eher schweigen. Kann auch bedeuten, dass jemand ihre Geheimnisse erzählt. Thema ist Liebe. Aber kann auch ein geheimer Feind sein und das ist eine weibliche Person. Ist auch möglich. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und ich übergehe noch Januar 2020. Uranus ist rückläufig und bleibt Januar noch im Widder. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Januar 2020, Mars in Skorpion. Sonne, Merkur, Jupiter ist alles im Schütze und Saturn, Pluto natürlich auch. Das ist alles hier im Schütze und Venus ist im Steinbock. Dann kann hier für dich bedeuten, dass du tolle Ausstrahlung hast, dass du wahrgenommen bist als Frau. Kann auch bedeuten, eine weibliche Person, hast du einen Kontakt wieder, sehr vertraut. Aber bedeutet auch, du verschönerst etwas in dein Aussehen. Neue Frisur oder kaufst ein neues Kleid, all das kann bei diesem Venus-Energie hier im ersten Lebensbereich passieren. Januar 2020 bleibt Ketu noch im Schütze, Rahu in Zwillinge. Liebe Mariala, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.